Um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln, klicke hier diesen Button. In der Studioansicht kannst du direkt an der Kamera noch die Feineinstellungen vornehmen. Übrigens, wenn du hier drüben mit gedrückter Maustaste hin und her ziehst, kannst du die Einstellungen auch fließend ändern. Das funktioniert bei allen diesen Werten. Mit dem Trackball oder mit gedrückter rechten Maustaste kannst du die Kamera ausrichten. Das kannst du natürlich auch direkt an der Kamera machen. Wenn du eine Schwarz-Weiß-Aufnahme planen möchtest, kannst du hier in den Schwarz-Weiß-Modus wechseln. Die Grundeinstellungen der Kamera nimmst du hier oben über die Menüs vor. Wenn du eine Zoom-Optik gewählt hast, kannst du jetzt hier die Entfernung einstellen. Einen Fokuspunkt kannst du wählen, indem du einen der vorhandenen Punkte anklickst. Der aktive Fokuspunkt lässt sich außerdem auch an jede beliebige Stelle schieben. Die Fokuspunkte kannst du auch mit einem Klick auf dieses Icon übrigens auch ausblenden und hier das Histogramm aktivieren. Übrigens, wenn du mehrere Kameras verwenden willst, kannst du diese Kamera im Studio platzieren und über dieses Icon aktivieren.